Das Gebet ist die erste Sache, nach der ihr am Tag der Auferstehung gefragt werdet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die erste Sache am Tag der Auferstehung, das Gebet. Wenn das gut war, das Gebet war okay, in Ordnung, man hat sich gut drum gekümmert. Der Rest ist auch gut. Der Rest ist okay. Wenn das nicht gut war, dann war der Rest auch eine Katastrophe. Das Gebet ist deswegen der Anfang von allem. Um diese Sache nicht ernst zu nehmen, das reicht schon. Das Gebet zu machen, aber die ganze Sache nicht so ernst zu nehmen, das reicht schon als Katastrophe. Wisst ihr, es bricht mir manchmal das Herz, wenn ich Fragen höre, halt so in der Art und Weise, ja, heute ist schwer, kann ich die Gebete nicht anders verschieben? Und es geht immer darum, irgendwie die Gebete anders zu machen, zu kürzer zu machen oder das Ganze irgendwie noch weniger zu machen. Wisst ihr, wie viele Gebete ursprünglich mal einmal vorgeschrieben waren? Ursprünglich, der erste Befehl von Allah, was er zuallererst gesagt hat, wie viele Gebete wir beten sollen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist in der Himmelsreise zu Allah direkt gegangen und Allah hat ihm Gebete aufgetragen. Wie viele waren das erste, was Allah ihm gesagt hat? 50. Subhanallah. 50 Gebete. Jetzt, wenn Allah von uns 50 Gebete verlangt, ist das ungerecht? Nein, ist nicht ungerecht. Allah würde nie, auch nicht beim ersten Mal, eine ungerechte Sache verlangen. 50 Gebete wären fair. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam kommt wieder zurück und er trifft Musa. Und Musa sagt ihm, die Leute schaffen das nicht. Frag ihn mal um weniger. Und Allah macht immer weniger und immer weniger. Aber nicht, weil 50 unfair ist, aus Barmherzigkeit. Okay, ist schon gut, ich kenne euch. 40 ist vielleicht auch noch zu schwer, wir machen noch weniger, 30. Er macht immer weniger, bis am Ende nur noch 5. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte nicht um noch weniger fragen. Noch weniger als 5, nein. Aber diese 5 Gebete, wenn ihr auf der Reise seid und es ein bisschen unangenehm ist, sagt Allah immer noch, okay, ihr könnt 2 zusammenfassen, um es für euch leichter zu machen. Und wenn ihr auf der Reise seid, diese 5 Gebete, die eigentlich nichts sind, wir reden nicht mehr von 50, wir reden nur noch von 5. Ihr könnt sie auch noch verkürzen, es macht das noch mal einfacher für euch. Allah hat dir ein Geschenk nach dem anderen gegeben, von den 50, die fair wären. 50 sind fair. Ein Geschenk nach dem anderen. Und jetzt willst du noch mehr handeln? Noch mehr? Du willst noch weniger machen? Und er hat nicht mal zu bestimmten Zeiten gesagt. Er hat dir nicht gesagt, bete um 13.35 Uhr. Wenn er das verlangt hätte, das wäre auch okay. Aber er hat gesagt, nein, ich weiß, es ist schwer für euch. Ich gebe euch keine Zeitspanne. Und ihr organisiert das. Er hat dir eine Tür nach der anderen aufgemacht. Ein Geschenk nach der anderen. Eine Barmherzigkeit nach der anderen. Und jetzt willst du immer noch weniger? Du willst noch weiter runterhandeln? Es geht mir manchmal nicht um die Fiqh-Angelegenheit. Die Idee dahinter. Dass du ein Geschenk noch weiter runterhandeln willst, als wie es ohnehin schon wäre. Du musst immer im Kopf halten. Nicht 5 Gebete ist die Barmherzigkeit von Allah. Eigentlich solltest du 50 machen. 5, damit es für dich leichter wird. Und diese Sache, فَوَيْلُوا لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ, Untergang für diejenigen, die ihre Gebete nicht ernst nehmen. So könnte man es freier übersetzen. Ist eine sehr harte Androhung. Aber es passt zu einer anderen Sache im Koran. Es gibt einen Vers im Koran, der sagt, إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Das Gebet, das hält an von schlimmen Taten, sag ich mal allgemein. Schändlichkeiten, Abscheulichkeiten, Sünden, alles an Katastrophen, das Gebet hält dich davon fern. Jetzt, kennen wir nicht Leute, die ihr Gebet verrichten, aber sie begehen all diese Katastrophen? Ja, klar. Klar gibt es die. Und das fragen mich tatsächlich manchmal die Leute. Wenn das tatsächlich so ist, das Gebet hält dich davon ab? Ja. Allah sagt dir sogar den Untergang für diejenigen, die beten. Es geht nicht um Leute, die nicht beten. Diese Leute beten, sie nehmen das aber nicht ernst. Wisst ihr, woher das Wort von Gebet kommt? Es kommt von Silla. Silla bedeutet Verbindung. Das Gebet ist die eine Sache, die dich mit Allah verbindet. Wenn du das nicht ernst nimmst, nimmst du deine Verbindung zu Allah nicht ernst. Heutzutage, wisst ihr, das ist eine Frage, die öfter gestellt wird. Jemand, der nicht betet, ist er noch Muslim oder nicht? Ich hasse solche Fragen. Ich beantworte die auch gar nicht. Es kommt auch gar nicht darauf an. Wenn er sein Gebet nicht verrichtet, seine ganze Beziehung zu Allah ist dahin. Es ist alles weg. Seine Silla, seine Verbindung zu Allah ist verloren gegangen. سبحان الله.